vielleicht in deinem Leben eine Zusage von Gott bekommen? Oder einen Auftrag, etwas Bestimmtes zu tun? Hat der Heilige Geist dir etwas in dein Herz gelegt und du streckst dich danach aus? Und vielleicht war es auch ein prophetisches Wort, das jemand dir zugesprochen hat. Und jetzt wunderst du dich vielleicht, warum von dieser Zusage, von diesem Wort, was von Gott gekommen ist, noch nichts zu sehen ist. Vielleicht hältst du jeden Tag danach Ausschau, aber es zeigt sich irgendwie nicht. Oder hast du schon aufgegeben? Erinnere dich an die Geschichte von Simeon, die uns im Neuen Testament berichtet wird. Simeon, der Name, bedeutet im Hebräischen hören. Und was noch viel wichtiger ist, von Simeon wird uns berichtet, dass er ein geradliniger Mann war. Ein Mann, der Gott als Maßstab hatte, der sich nach Gottes Wort ausgerichtet hatte. Und der Heilige Geist war auf Simeon. So steht es dort. Aber was noch wichtiger war, das ist, der Heilige Geist hatte ihm eine Verheißung gegeben. Er sollte nicht sterben, bevor er den Christus, den Messias, den Retter gesehen hat. Das war ein großes, ein starkes Wort für Simeon. Und er hatte es gehört. Er hatte es mit ganzem Herzen aufgenommen. Und er schaute täglich danach aus. Ich glaube, er war vollkommen erfüllt mit dieser Sehnsucht nach dem Messias, nach dem Retter, der kommen würde. Und er hatte diese Zusage. Jeden Tag hat er gewartet. Ist heute der Tag, wo es kommt? Ist es heute der Tag, wo ich den Retter sehen werde? Und der Retter kam. Simeon war im Tempel und der Heilige Geist offenbarte ihm den Retter. Das, was der Heilige Geist ihm an Zusage gegeben hatte, an Verheißung gegeben hatte, wurde offenbar. Wir lesen dort: Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du bereitet hast. Simeon hatte vom Heiligen Geist ein Wort und er hat es in sich behalten, er hat es festgehalten. Und genauso möchte ich dir heute zusprechen. Halte das fest, was der Heilige Geist dir gegeben hat. Halte das fest, was das Wort Gottes dir offenbart hat. Halte es fest, was du an Verheißung von Gott für dein Leben bekommen hast. Weich nicht zurück, lass es nicht los, lass es dir nicht rauben, lass es dir nicht verwässern, lass es dir nicht ausreden, sondern bleib dran und halte dieses Wort der Verheißung fest. Im Alten Testament lesen wir, dass dort steht, meine Augen sehnen sich nach deinem Heil. Oder ich habe auf dein Heil gewartet und deine Gebote habe ich erfüllt. Das ist das Wort heute für dich. Dass du dranbleibst, dass du nicht dieses Wertvolle, was in dir ist, von Gott gegeben, dass du das aufgibst, dass du das preisgibst, sondern dass du ganz neu wirklich vor dem Herrn stehst und sagst, Herr, das hast du mir gegeben. Und ich bleibe dabei und ich gehe mit ihm vorwärts. Ob ich es heute sehe oder morgen sehe oder übermorgen, ich halte das fest. Genau wie Simeon die Verheißung festgehalten hat und Simeon die Offenbarung erlebte. Er durfte diesen Retter, diesen Messias, er durfte Jesus in seine Arme nehmen. Ich wünsche dir das, dass du ganz neu einen Aufblick bekommst und das festhältst, was Gott dir gegeben hat. Denn Gott hat mehr für dich.